Im ersten Teil legen wir nun Layout und die Grundkomponenten von unserem Messenger an. Ihr startet eine neue Seite und achtet darauf, dass das Element nicht fixed ist. Und wir machen 1200 mal 820 Pixel. Wir nennen das ganze Studio Okay. Messenger. Jetzt legen wir jetzt erstmal eine Navbar an und wenn ich das Layout mache, gerne auch ein bisschen, um ein Gefühl für die Struktur von der ganzen Seite zu bekommen. Wenn wir nun den Hauptcontainer machen, besteht er aus drei Komponenten. Y60, 0, Breite 320 und das ist jetzt 740. Und der linke Container ist dort, wo wir die Gruppe der Liste der Unterhaltung haben. Dann haben wir genau das gleiche auf der rechten Seite. Das heißt auch dort, und das ist die Gruppe Profilinformationen. Und in der Mitte haben wir jetzt auch noch mal eine andere Farbe. Nur das ändert sich natürlich nachher. Und in der Mitte haben wir noch mal eine Gruppe, die ist nun auf der 320, ebenfalls 740, der hat eine Breite von 560. Wir nennen diese Gruppe Hubunterhaltung. Und auch hier. Im nächsten Teil stylen wir nun die einzelnen Elemente. Wir arbeiten uns jetzt schrittweise vor und beginnen mit der Navbar. Als erstes dafür müsst ihr ins Plugin installieren Material Icons von Google. Das ist ein Original Bubble Plugin. Zieht das Ganze rein und wir nehmen hier das Chat. Und machen das Ganze 32 auf der X-Achse 20 und auf der Y-Achse vertikal zentrieren. Schaut, dass das in der Gruppe ist. Und als Color 388 DF5. Die Navbar stylen wir auch gleich. Diese machen wir weiß und legen auch einen Shadow an. Von Farbe nehmen wir 7, 8, 7, machen 8%, Radius 12, Vertical F, 8, 16 und Horizontal 0, 16. Als nächstes, jetzt die, machen wir das Logo fertig. Aus. Wir nehmen als Text Roboto und eine Stärke von 500. Die Farbe können wir lassen. Machen eine 24. Gleiches. Kopieren den Text. Hier machen wir eine Stärke von 300. Glaube, mit 14 sieht es doch besser aus. Dann kurz die Höhe. 18. Und hier schauen wir, dass wir 12 Pixel entfernt sind. So, hier machen wir nochmal. Stände richtig. So, und jetzt haben wir hier das Logo.
In der Navigationsleiste haben wir auf der anderen Seite die Gruppe aus dem, beginnen wir mit nun dem Profil. Wir searchen hier für aktuell ein Demo-Profil. Ist schön. Machen das Ganze 32-32 und eine Roundness von 250 und vertikalisieren das Center, also Arrange Center Vertical. Vornamen. Machen auch hier jetzt eine Roboto. Vielleicht etwas längere Namen, deswegen finde ich die Reit in Ordnung. Höhe auch. Und hier nehme jetzt hier ein Blau-Grau ungefähr und die Transparency packen wir auf circa 20%. Auch die Schrift nehmen wir eine Roboto, aber 300. Und die Größe ist 10. Um das dann zu sehen, ist besser, wenn wir es so machen. Groß sieht. Ich denke, dass wir aber trotzdem auf die Farbe sichtbar ist. Und auch von der Höhe her können wir hier 12 machen. Den Text zentrieren. Also wir haben hier 32, hier haben wir 20, das ist zu viel, so auf 20 runter, vielleicht 18 und hier auf 12, 14, dann sind wir jetzt auf 32. Das heißt, wenn wir jetzt die Höhe richtig bestimmen, hier das Ganze in eine Gruppe packen und die Gruppe zentral vertikalisieren, sollen wir auf der gleichen Höhe sein. Zwischengruppe, Gruppe, Profil, Info. Und Bild sollten 16 Pixel Abstand sein und diese Gruppe nun wiederum sollten Abstand haben von 24. Machen wir es hier auch. Hier haben wir 20, aber hier auch 24 machen. Jetzt haben wir hier den. Das machen wir nachher gleich dynamisch. Das ist jetzt nur für Styling wichtig. Der nächste ist ein Shape, was wir packen 60 0 1 Pixel. Und wir nehmen eine Color, die wir auch vorhin schon hatten. Bild ist 20. Normalerweise nehmen wir 8er Schritte, aber auch hier immer ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich denke, dass 16 optimal ist. Packen jetzt im Styling auch gleich diese Glocke rein. Wieder eben die gleiche Farbe. Diesmal mit einer Transparenz auch von 20, weil die eben nicht so groß ist. Und wir haben die Größe 24, 24. Den Abstand hierzu sehen wir aktuell mit 10 Pixeln. Das heißt, das sollten 16 sein und vertikal arrangieren. Nehmen wir hier nochmal den Separator 16 beim Separator brauchen jetzt noch eine Message, dass wir hier zwei Nachrichten haben. Das wird dann natürlich auch später dynamisch sein. Roboter 300 12 Pixel, das ist weiß und Line Spacing 1. Und hier, wie kriegen wir das hin? Wir machen einen Background Style. Nehmen hier die Farbe und müssen es zentrieren. Brauchen eine Roundness 250 Pixel. Und jetzt auch hier zentrieren und noch ein Horizontal Padding von 2. Und dann schauen wir, dass das hier 1414 ist.
Und dann kriegen wir genau diese Bell, die wir hier hinpacken. Und jetzt fehlt uns final noch der Button mit der neuen Nachricht. Wir haben jetzt einen Button. Und wenn wir diesen stylen, haben wir eben wieder das Roboto 500 nehmen. Letter Spacing packen wir auf 2. Die Farbe, auch dieses Blau, und die Roundness nehmen wir mit 6, damit wir Stencil dann vertikal konzentrieren. Auch hier das Ziel, dass wir 16 Pixel haben. Jetzt nehmen wir wichtigerweise, gruppieren wir die Sachen jetzt noch, damit wir eben auch mit Responsive das Ganze leichter kontrollieren können. Das auf der einen Seite, wir sehen dann hier auch, dass wenn die Gruppe Logo ist fixed und auch hier gruppieren wir die Action Elements und auch hier Fixed Voice. Und wenn wir jetzt auf Preview gehen, dann kriegen wir hier eine schöne Navbar. Die ist noch nicht dynamisch, das kommt natürlich dann im nächsten Schritt. Wir stylen jetzt die linke Seite. Das erste, was wir machen, ist, dass wir die Farbe rausnehmen und hier im Hintergrund eine neue Farbe annehmen. Das ist ein Blau. Das wird der Hintergrund sein und wir nehmen eine Transparenz von 70. Das heißt hier, das hat gar keine Farbe in der Mitte, in der Unterhaltung, weil wir diese ganz nach vorne packen werden. Bring to front. Hier haben wir keine Farbe, sondern wir haben einen Border auf der linken Seite. Solid. Und nehmen auch hier wieder dieses Blau. Blau-Grau. Und mit einer Transparenz von circa 20. Und auf der rechten Seite auch mit wiederum einer Transparenz von circa 20. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann auch hier den, nehmen wir natürlich auch die Farbe raus. Wenn wir uns das jetzt anschauen, haben wir eben diesen Aufbau. Jetzt gehen wir in die linke Seite rein. So, wenn wir jetzt ein neues Textelement anlegen und fangen hier an, das zu gestalten im Layout, das heißt, das ist die Übersicht unserer Chats und Unterhaltungen. Größe 20, nehmen wir Roboto mit der Stärke 500, Farbe passt, Line-Height ist 1, vertikal ist 6, Text zentrieren. Von der X-Achse und von der Y in dieser Gruppe sind wir jeweils 24 weg. Die Höhe sollte 30 sein und die Breite in etwa 60. 57 passt. Als nächstes gestalten wir eine Repeating Group, wo wir die Gesichter der Kollegen drin haben. Die Repeating Group ist auf der einen Seite 24, auf der anderen Seite ist die aktuell zwar, also wir die auch 72 haben. Wir machen ein Horizontal Scrolling. Hier müssen wir Type User machen. Das füllen wir nachher gleich ab. Das ist ja zum Glück drin. In der Höhe sind wir bei 24, sind wir aktuell bei 11. Und hier die Höhe der Repeating Group würde ich jetzt ein bisschen größer machen. Wir brauchen 5. Wir haben keinen Style. Dann, ich mache vielleicht jetzt nochmal den Separator zum Entwickeln. Das erste, wir nehmen hier das Bild. Bild, packen das da rein und ändern hier auch die Größe. Circa 40 sein. Packen hier den Namen rein. Von Jenny. Und 100. Seht, wir arbeiten eigentlich immer mit den gleichen Farben. Brauchen ein Line Spacing von 1, aber auch hier denke ich 14 ist notwendig für die Höhe. Hier auch die X und hier haben wir jetzt das 5, das heißt, wir sollten auf die 48 gehen, dass wir 8 Pixel Abstand haben. Ihr merkt schon, es sind eigentlich immer
ähnliche Abstände. Und hier können wir jetzt den Separator aus der Repeating Group rausmachen, damit der nicht so auffällt. Jetzt haben wir hier nachher alle unsere Nutzer, die wir eben anzeigen, ob die aktiv sind oder nicht. Das bauen wir dann zu späterer Zeit. Nach oben haben wir 24. Jetzt kommt der nächste. Wir können eigentlich hier dieses Element, den kopieren wir jetzt das Formatieren und nehmen ein Textelement. Jetzt. Und ihr seht hier nun, wenn wir auf Past Formatting kriegen, kriegen wir das gleiche Element. Das Einzige, was wir machen müssen, ist auch die Höhe ein bisschen ändern. Hier reichen uns 24. Und auch hier 24. Nach oben sind. Jetzt ist es korrekt. Und jetzt brauchen wir hier eine Liste aller unserer Unterhaltungen. Das erste, was wir machen, ist wieder eine Repeating Group. 72. Type of Content ändern wir später gleich. Jetzt aber Text. Sowohl nach links als auch rechts. Hier haben wir jetzt 16 Abstand. Der Grund ist, weil wir jetzt, und das seht ihr sofort, wenn wir jetzt eine normale Gruppe machen, jetzt bauen wir eben dieses Chatfeld. Das heißt, Background Style ist flat. Eine Rundung von 6. Wir machen hier 0 und auf der Y 8, damit wir hier 8 haben und dann da 16. Das heißt, auf Reason Chat 24. Die Höhe machen wir 66. Eigentlich nicht perfekt, weil wir eigentlich immer einen Faktor von 8 haben. Und das ist eben auch 272. Das wäre jeweils. Wir nennen das Unterhaltung. Action. Weil da klicken wir später drauf. Und jetzt nehmen wir wieder dieses Element und ändern aber die Größe. Es ist ein bisschen größer. Es ist 42 jetzt. Wir gehen auf der X, gehen wir 16. Auf der Y vertikal zentrieren. Wir packen jetzt wieder einen Text rein. Wieder den Vornamen. 500, hier 14. Und hier sollte es. Ich denke, 12 sieht gut aus. 16 finde ich fast ein bisschen zu weit. Das ist der Vorname. Jetzt nehmen wir hier das gleiche Element. Und wir brauchen hier eine andere Farbe. Also andere Stärke erstmal. Die 300 ist gut. Größe 1200. Und das Spiel kennt ihr bereits. 7. Wir packen ein bisschen Transparenz rein, ca. 80%, nicht ganz so stark ausschaut. Ebenfalls 20, dann haben wir dazwischen 2 Pixel, damit wir auch 42 haben, das ist auch auf der 12. Und jetzt haben wir noch einen letzten Teil. Das ist die Uhrzeit hier. Ich mache jetzt mal 01:20 PM. Und nehmen das gleiche, das einzige, was wir ändern, ist das rechts zentrieren und hier ebenfalls 24 brauchen. Beziehungsweise, was haben wir hier? Wir haben hier 16, also brauchen wir hier auch 16, wir haben jetzt 14 und dann die gleiche Höhe. Wir haben hier X ist die Y 6363. So, und so seht ihr, wie wir jetzt diese Karten haben. Das wird natürlich gleich alles dynamisch. Das erste ist, wir ziehen eine Gruppe rein. Hier ist der Conversation Header, nennen wir es so. Das Ganze ist weiß. Roundness machen wir 6. Und wir wollen quasi 512, damit wir auf jeder Seite, wenn wir das zentrieren, auch 24 haben und nach oben hin auch 24. Und hier das Thema wegen diesen. Ihr seht, wenn wir zentrieren, ist es 23.
statt 24, beziehungsweise wir sind hier, aber hier ist 23. Das liegt an den Bordern, weil wir ja vorhin in der Gruppenunterhaltung die Border und die sind einrücken. Das heißt, das ist hier ein Pixel weniger. Das passt aber trotzdem. Nächsten Schritt, gleiches Spiel. Wir nehmen wieder das Bild, packen es hier rein. Diesmal aber mit einer anderen Größe. Das heißt, wieder etwas anders, die 48. Drehen es vertikal und packen es hier auf die 16. Nehmen Textelement. Nehmen wieder einen Vornamen. Diesmal kopieren wir den Style von hier. Und das hilft uns auch, konsistent zu bleiben. Kein Abstand. Und Nachnamen. In diesem Fall größer machen, falls der Name größer ist und geben hier noch den Status rein, dass sie online ist. 114 und zweimal 60, das heißt, wir können hier zwei reingeben, beide gruppieren und dann vertikal zentrieren. Macht hier einen Abstand. Wenn wir jetzt 24, ich denke, dass 16 erheblich besser aussieht, es näher dran ist. Und in dieser Ecke auch nochmal zwei Dinger, die wir jetzt machen. Das eine Material Icon. Wollen eine Videokamera für Videocalling vertikal zentrieren. Der 80 und Vertical 16 und hier. Das Phone. Letzter Teil hier. Die Kernunterhaltung hier findet natürlich in der Conversation statt. Das machen wir später, wenn wir die Dynamik einbauen. Auch hier dann die einzelne Message. Was wir jetzt noch machen, ist, wir nehmen das hier und packen das runter. Auch zentral, horizontal. Wir brauchen hier eben auch 24 zum unteren Rand. Gut. Und anstatt dass wir jetzt hier diese Sachen machen, das nochmal raus, fangen an mit einem Input Field. Zentrieren das vertikal. Nachricht schreiben. Hier packen wir Roboto Regular rein, Schriftgröße 14 und die gleichen Farben wie oben. 3B, Placeholder Gray, Background Color None, Zero und hier wichtig auch kein Border, das heißt auch bei den anderen Fällen. Der Senden-Button. Nächstes Mal eine Group. Wir stellen es auf 250 und 40, 40. Und wenn wir jetzt das anschauen, seht ihr schon Center vertikal. Wir haben hier jetzt 20 Pixel. Das ist einfach, dass sich das Ganze so fürs Auge besser anfühlt. 20. Packen jetzt ein Icon in die Mitte rein. Mit jeweils 20 Pixeln. Sehen wir schon, hier haben wir 8. Ich denke, wir sollten 16 machen, dass es sich besser anfühlt.
Aber vielleicht zunächst nochmal auf der Seite ein weiteres Icon für Anhänge und Fotos. Dieses Grau, was wir erkennen, mit einer Transparenz von 40, das nicht ganz so reinschaut. Von der Größe 2x24, von der Seite her auch 20 auf die X und auf die Y der vertikal zentrieren. Und jetzt sehen wir, dass wir hier eben überschneiden. Das heißt, auch hier sollten wir Abstände haben von circa 16. Das ist ein bisschen zu viel. Eins noch mehr. 6. Dann sind wir bei 12. Ja, oder machen wir 60. 16. Jetzt schauen wir es uns da an. Bei 78. Jetzt nehmen wir die drei noch und kopieren die, damit wir das eben schön zentral haben und schauen uns das mal an. Die Gruppierung ist vor allem wichtig, dass das Ganze responsive, weil wir immer wieder verschiedene Bildschirmauflösungen haben, dass das Ganze eben mitgeht, wenn wir das anschauen. Dass das Ganze eben sich schön überschneidet. Deswegen ist wichtig. Hier werden wir natürlich auch noch alles ein bisschen optimieren, weil wenn wir hier eben noch die Texte gruppieren, dann sind die auf einer Linie, aber das kommt dann im Bonusteil. So, jetzt haben wir den mittleren Teil, das sind die beiden wichtigsten. Und damit der Messenger jetzt nicht ganz aus der Rolle fällt, machen wir noch bisschen Profilinformationen auf der rechten Seite, damit das Ganze schön realistisch aussieht. Und das haben wir eben auch bei den echten Messengern, dass wir hier nochmal Informationen haben. Wir fangen an mit der. Und ihr seht, wie ich auch, das Tolle bei Bubble ist, wir können sowohl die Größen benutzen als auch die anderen Abstände. Das heißt, je nachdem, hier gehen wir auch auf 272. Und schauen, dass wir auf beiden Seiten die 24 haben. Wir können das auch zentrieren, horizontal und nach oben auch die 24. Als erstes gleiches Spiel, wir packen das Profilbild rein. Und diesmal aber erheblich größer, 80, 80. Drehen es horizontal, packen es hier auf die 16 Pixel. Dann nehmen wir hier den Tag. Packen den rein. Center Horizontal. Dann richtig zentrieren auf beiden Seiten. Haben wir jetzt 19, 18, das heißt, wir haben 272 minus 32. 40 und jetzt müsste es eigentlich 16 auf beiden Seiten sein. Sehr gut. Und auch hier nehmen wir das nochmal. Rein, vielleicht ein bisschen kleiner. Und vorstellen den Job. Einen Abstand runter. Ja, ist besser. Und dann nehmen wir das, die Gruppe, packen die nochmal rein. Schauen hier, dass wir einen Abstand von 24 haben, vielleicht ein bisschen größer. Hier können wir jetzt den Text nehmen. Groß. Wichtig ist eben auch hier die 16. Doch vielleicht wieder 14, wenn das Ganze ein bisschen größer wird. Und dann fangen wir an mit dem Wohnort. Wohnort. Denke, 8 ist gut. Berlin, Deutschland. Und nehmen jetzt aber auch wiederum die 3B. Vielleicht ein bisschen größere Farbe. Bisschen stärker und
Was wir jetzt hier machen müssen, ist tatsächlich die Größe auch ein bisschen reduzieren. Und zweimal auf, lass mal 200 machen. 200. Und wir nehmen ein Icon für die Location. Transparenz auf der Seite auch 16. Und jetzt gruppieren wir diese drei zusammen. Nehmen den hier, zentrieren den vertikal und brauchen noch einen Separator-Linie. Und stretchen die bis zum Rand von beiden Seiten. Und anstatt dass wir das machen, nehmen wir einen Border Style. Den definieren wir einfach und machen Bottom. Nehmen dieses Grau und gehen wieder in der Transparency auf circa 40. Ja, das gefällt mir nicht. Das ist Padding jetzt nicht gut. Gruppe ein bisschen nach unten ziehen. Ein bisschen zu dunkel, müssen wir noch ein bisschen runter. So, jetzt packen wir diese Gruppe. Das ist auch unser letztes Element. Legen die drüber. Und merken, dass wir auch hier und hier brauchen wir keinen Border unten, weil das die letzte ist. Und hier nehmen wir noch Telefonnummer, Nummer. Adresse. Jenny@forster.com. Und ich glaube, wir sehen, dass hier tatsächlich die Abstände ein bisschen zu gering sind. Sollten doch auf 16 hoch. Jetzt 8, das heißt 280. Das ist perfekt, das ist 660. Das ist auch hier 66 und jetzt haben wir hier 16, 66 und jetzt eben noch unten auch die 16. Und ich denke gerade, ob es nicht doch besser wäre, das auf 12 zu gehen. 12, 12, also dann doch ein bisschen besser ausschaut. So, wir schauen es uns im Preview an und jetzt haben wir quasi das gesamte Layout unserer Chat-Application einmal ausgelegt und im nächsten Schritt gehen wir jetzt in die Funktionalität von dem Ganzen. Jetzt, wo wir das Layout fertig haben, geht es weiter, indem wir die Datenstruktur machen. Und ich glaube, dieser Ansatz, dass man erstmal das Design hat und jetzt im zweiten Schritt sich über die Daten überlegt und dann das Ganze zusammen über die Workflows bringt, man kann natürlich auch anders Bubble machen, aber gerade bei komplexeren Produkten, wo man ein bisschen mehr Planung hat, hilft das meiner Meinung nach ungemein. Kann natürlich auch andersrum anfangen und im ersten Schritt die Datenstruktur und die Workflows machen und dann das Design.
Ich persönlich habe das Design lieber am Anfang fertig, gerade um dann auch ein Gefühl zu haben, welche Elemente will ich eigentlich bauen. Also will ich wirklich Videochat oder will ich das nicht haben? Wenn wir jetzt in die Daten reingehen, dann lass uns doch als erstes mal den User festlegen. Wie wir hier sehen, haben wir Vorname, Nachname, wir haben Wohnort, wir haben Telefonnummer, E-Mail und natürlich auch ein Bild. Vorname ist ein Text. Nachname ist ebenfalls ein Text. E-Mail haben wir bereits nativ bei Bubble im Login. Wir machen Telefonnummer. Machen wir es auch ein Text. Ich zeige euch nachher warum, weil wir das über die Random User API festlegen. Und klar ist es besser, dann auch eine Number zu haben, weil wir das festlegen. Aber ich habe gerade bei Telefonnummern aufgrund der Vorwahlen und dem Plus eher den Vorteil, ein Textfeld und das dann zu extracten, wenn wir darauf operieren müssen. Dann die Stadt, den Wohnort. Ich mache mal Wohnort. Nehmen wir jetzt auch einen Text und keine geografische Adresse. Und wir haben noch die Berufsbezeichnung. Wahrscheinlich manuell eingeben. Ein paar Sachen. Und als letztes im ersten Schritt Profilbild. Profilbild, das ist ein Bild. Der nächste Typ, den wir brauchen, ist die Nachricht. Das heißt, die einzelne Nachricht zwischen einem User, einem anderen User, das hat bereits ein Creator Field und Model Dive Created Feld. Das heißt, wir haben die Kerninformationen. Was wir jetzt brauchen, ist den Text der Nachricht, also den Inhalt. Und weil wir nachher noch einen Bild-Uploader im Bonus bauen wollen, das Bild. Match. Was wir jetzt brauchen als dritten und letzten Datentyp ist die Unterhaltung selbst, also die Unterhaltung zwischen zwei Leuten. Die hat einerseits die Teilnehmer, das sind User vom Datentyp und das ist eine Liste an User, also mehrere Leute, mindestens aber einer. Und eine Liste an Nachrichten. Das heißt, wir nehmen die Nachricht und machen daraus eine Liste. Jetzt verknüpfen wir das beide noch mit dem User, weil wir vielleicht nachher Operationen machen wollen, wie dass wir durchsuchen wollen, welche User oder ob die schon dabei sind. Daher fügen wir das nochmal hinzu. Das heißt, die Unterhaltung des Users sind eben Unterhaltungen, eine Liste an Unterhaltungen und die Nachrichten des Users, das ist eine Liste an Nachrichten. Das ist unser Basic Modell für unseren Chat und im nächsten Schritt erstellen wir jetzt User und dann die einzelnen Workflows, um das alles miteinander zu verbinden. Unser Ziel ist ja, einen Messenger zu bauen und anstatt jetzt den ganzen Login-Bereich zu machen in der Demo-Version, möchte ich euch eher zeigen, wie man im Development mit einer tollen API User anlegt, die dann in eurer App benutzt werden können. Dafür machen wir als erstes mal eine neue Seite und wir nennen die User Generator. Und wir brauchen die auch nicht klonen, sondern machen die frisch. Hier gerne die gleichen Größen und das eben auch nicht gemacht. Die Seite User Generator. Und als erstes, was wir brauchen, ist ein Plugin. Und es gibt hier die kostenlose Version Random User Generator von Coaching No Code Apps, wurde bereits 92.000 Mal installiert. Und was wir hier machen können, ist, dass wir eben eine Liste an Usern erstellen können. Als nächstes erstellen wir eine Repeating Group auf unserer User-Generated Site. Der Type of Content ist Generate List of Users, Results. Und hier Data Source, Get Data from an External API. Auch hier wieder die List of Users. Und Gender lassen wir komplett raus. Und die Sprache, also die Nationality, machen wir DE Deutsch. Und jetzt nehmen wir hier die Results.
Das heißt, wir kriegen 10 Results. Das heißt, wir können auch hier Full List machen, größer, damit wir das richtig bekommen. Und jetzt füllen wir eben diese Daten. Das heißt, wir ziehen ein Image rein. Insert Dynamic Data, Dynamic Image. Und gehen hier ein bisschen runter und dann haben wir hier Picture Large. Ich passe es noch ein wenig an, aber das ist nicht ganz so vertical. Das nächste ist der Name. Wir brauchen ja alle unsere Daten. Das heißt, das nächste ist der Vorname, First Name. Das zweite ist der, ich packe das mal hier rein, Last Name. Dann haben wir noch den Ort. Und ihr seht, wir können da immer reingehen und wir machen Location City. Dann machen wir, das jetzt doch ein bisschen kleiner machen, alles. Hier haben wir noch die E-Mail und als letzten haben wir noch die Telefonnummer. Und jetzt testen wir das einfach mal mit einem Preview. Und wir sehen jetzt, wir kriegen Namen Sergei Beckert mit einer deutschen Telefonnummer in dem Ort Weinstein oder Frau Bruch, Adelbert Schipper, Weißenstadt, Saskia Reiche. Wir kriegen auch immer deutsche Telefonnummern. Und jetzt kommt eigentlich noch der letzte Schritt. Wenn wir das jetzt random haben, wird das natürlich anders sein, dass wir das ja auch in unserer Datenbank speichern wollen, um eben Demo-Daten von unseren Usern zu haben. Das heißt, wir stellen einen Button. Das Speichern der und jetzt, was passiert, wenn wir diesen neuen Nutzer erstellen wollen? Wir gehen auf den Button Speichern und starten den Workflow. Hier gehen wir auf Account und dann Create an Account for someone else, weil wir sind ja gerade eingeloggt. Die E-Mail ist Current Sales E-Mail. Das nächste ist nun, weil wir alle unterschiedlichen Dinge haben, den Vornamen Current Sales Generate First Name, den Nachnamen Last, das Profilbild nehmen wir das große Image. Die Telefonnummer ist Cell und der Wohnort ist Location City. Die Berufsbezeichnung fügen wir nachher gleich manuell ein. Wenn wir jetzt auf Preview gehen, können wir jetzt durchgehen, welche wir mögen. Und ich denke, zum Beispiel Mariana Zellner klingt super, Nummer ist gut, Ort ist gut und wir speichern das. Und wir schauen weiter. André Schilling, Stadt Oldendorf, super. Hannes Flick in Hüfingen, perfekt. Wir refreshen die Seite und sehen wieder andere Bilder, andere Namen. Fatima Mohr, Markt Oberdorf, perfekt. Tina Metzger, das passt nicht ganz genau von der Location, deswegen haben wir hier immer die Kontrolle, dass es auch eingeben ist. Alena Obermeier in Landsberg.
Und wir schauen uns jetzt mal die Daten an, die wir dadurch generiert haben. Wenn wir in unsere Datenbank gehen, unter App Data, sehen wir jetzt die ganzen User. Und wir sehen eben, dass wir zum Beispiel auf Fatima Moa gehen können. Und wir haben jetzt die Telefonnummer, den Wohnort, die E-Mail, Vorname, Nachname und Profilbild. Und jetzt können wir zum Beispiel noch Grafikdesignerin eingeben. Oder bei, wir haben jetzt zum Beispiel Alena Obermeier, können wir Staatsanwältin als Beruf eingeben. Insbesondere bei Applikationen wie zum Beispiel Dating-Apps ist das natürlich erheblich vorteilhaft, wenn ihr so einen Test-User-Generator habt, gerade für eure Demo-Daten. Steuerberater und Mariana ist noch Architektin. Und wenn wir jetzt natürlich die Applikation laufen lassen, als Alena Obermeier, dann ist das das Tolle, dass wir eben jetzt auch über ihren Account die Applikation nutzen können. Und das ist erheblich von Vorteil, wenn wir jetzt in den nächsten Schritten die Workflows machen. Wir haben jetzt gesehen, dass wir diese Accounts haben, aber wie können wir die darstellen? Wenn wir zurückgehen in die Indexseite, dann nehmen wir doch die Navigationsleiste und machen das dynamisch. Das heißt, anstatt dass wir es statisch haben, nehmen wir jetzt Current Users Vorname und hier Current Users Berufsbezeichnung und hier klären wir dieses Bild und machen Current Users Profilbild. Prozessieren das mit diesem Plugin von Bubble, um eben direkt zu arbeiten, resize to fit the dimensions. Und hier stretchen wir das Ganze und machen dann 3, 32, 32. Und wenn wir jetzt die Seite previewen, eben als User, zum Beispiel Alena Obermeier, dann sehen wir, dass wir Alena als Staatsanwältin jetzt haben. Und umgekehrt, wenn wir Hannes Flick machen, sehen wir Hannes Vorstand. Und dadurch sind unsere Demo-Daten jetzt absolut verfügbar in unserer Studio Messenger-Applikation. Jetzt legen wir richtig mit der Funktionalität los. Das heißt, wir nehmen uns eine Sache nach der anderen. Das erste ist die Repeating Group. Das heißt, hier haben wir Type of Content User und wir machen eine Dual Search User. Aktuell modifizieren wir das nicht, das können wir später machen. Wir wollen ja hier alle Nutzer machen. Hier werden wir später die Aktivität natürlich reinbringen und machen hier noch eine Sache, die wichtig ist, dass wir Minus Item Current User machen. Wir wollen ja uns nicht selber anzeigen als aktiver Nutzer. Jetzt nehmen wir hier das Bild, packen eben auch Current Sales User, Profilbild, prozessieren das, Resize to fit the dimensions by cropping, sehen hier wieder, dass die Größe sich verändert hat. Stretch ist wichtig. Haben wir das und hier haben wir den, anstatt dass wir einen statischen Namen haben, Current Sales Users Vornamen und Cut off Content if the element is not tall enough. Und was wir jetzt noch machen, ist tatsächlich dieses kleine grüne Lämpchen. Und nehmen hier einen Grünton 49 BC 78. Und was wichtig ist, dass wir diesen Border machen mit Weiß und 2.
Natürlich müssen wir auch noch das Ganze abrunden, damit das auch echt aussieht. Wir sagen noch ein, zweimal hoch. Und jetzt previewen wir das Ganze schon mal. Sollten jetzt die User haben. Das heißt, hier können wir später dann die Aktivität einbauen. Aber wir haben schon mal echte Nutzer aus unserer Applikation. Das nächste ist jetzt, dass wir diese neue Nachricht angehen. Das erste ist mal, wir kopieren hier den Farbton und wenn man das drückt, das ein bisschen heller ist. Und sollten hier nun ein Pop-up erstellen. Nennen es Pop-up, neue Nachricht. Und vom Design 25, Gray out Blur, 42, das ist ein bisschen blurren. Hier würde ich auch sagen, 24, ja, vielleicht zu viel, 6. Und mal. Und auf die 24, 30. Das hatten wir auf 600 und zentrieren das Ganze. Ja, doch vielleicht 600, doch bleiben wir dabei. Und wir brauchen quasi zwei Felder dafür. Das eine ist, dass wir den Empfänger auswählen. Hier auch. Hier nehmen wir auch die Farbe aus dem Roboto. Höhe 46 und Empfänger auswählen. Die Conditions machen wir raus, ausschließlich für das nicht valid. Wir brauchen auf jeden Fall hier Dynamic Choices und das muss ein User sein und die Data Source ist Do a Search for User. Wir müssen es nicht constrainen, aber wir wollen natürlich nicht an uns selber eine Nachricht schicken. Das heißt minus current user und hier die Caption bedeutet, was wird angezeigt und dann nehmen wir den Vornamen und können das natürlich noch erweitern. Wir sagen Vorname und current users Nachname. Ich kontrolliere hier mal ganz gerne, ob wir wirklich das Leerzeichen haben. Das ist manchmal eben nicht genau perfekt. Manchmal sind es auch zwei. Aber da muss man einfach ein bisschen schauen. Default Value brauchen wir nicht. Das Input soll nicht leer sein. Und wir brauchen ein. Brauche ich gar keinen Background Color gerade und wir brauchen auch keinen Border, sondern wir wählen das einfach aus. Und darunter packen wir auch noch einen Multiline Input, damit wir die Nachricht schicken können. Hast auch hier Proto Regular. Farbe ist die gleiche. Thema.
3B, 3B. Und wir brauchen keinen Background und wir brauchen auch keinen Border. Schreiben. Und auch hier wollen wir ausschließlich, dass der Input nicht empty sein soll, dass wir eben eine Nachricht haben. Und vielleicht noch ein bisschen Abstände. 24, was haben wir hier? Auch 20. Einigermaßen ausschaut. Was ich auch gerne mache, ist tatsächlich einen Separator hier rein. Heißt, manchmal passt das ganz gut. 1, 600 und die Farbe 72, 197 und vielleicht 20. Jetzt, wenn du hier den Abstand, wir haben oben 24, also sollten wir es hier auch haben. Und dann wollen wir auch diese Nachricht versenden. Das heißt, nehmen wir am besten den Button von hier, weil wir hier schon das Design haben. Packen den in den Pop-up rein. Zentrieren diesen vertikal und machen das Ganze jetzt auch kleiner. Noch ein Pixel weniger. Unser Feld. Vielleicht, ich überlege gerade, ob nicht doch ein Border interessant wäre. Dann nehmen wir doch auch das Grau und packen ein bisschen Transparenz weg. Okay, jetzt haben wir dieses Pop-up und fangen an mit den Workflows. Das heißt, wenn wir auf Neue Nachricht klicken, Start Editor Workflow, dann passiert erstmal Folgendes. Wir gehen auf Element Actions, Show und zeigen dieses Pop-up. Neue Nachricht. Wenn wir dieses Pop-up haben, dann wollen wir, wenn jemand auf Senden klickt, wollen wir eine neue Nachricht erstellen. Das heißt, das erste, was wir machen, ist Create a New Thing. Wir erstellen eine Nachricht. In dieser Nachricht haben wir einerseits den Text. Das heißt, das ist Multi-Input-Nachricht schreiben. Value. Das nächste, was wir machen, ist, wir stellen nochmal eine neue Sache, nämlich eine Unterhaltung. Und die Unterhaltung hat zunächst mal die Teilnehmer. Und bei den Teilnehmern fügen wir hinzu, aus dem Dropdown, den Empfänger, den Value. Das heißt, jetzt haben wir als ersten Teilnehmer der Unterhaltung den Empfänger. Dann fügen wir die Nachricht hinzu und das ist das Result von Step 1, nämlich diese neue Nachricht in die Unterhaltung. Und dann fügen wir hinzu den aktuellen Nutzer, Current User. Als nächstes, jetzt haben wir eine Unterhaltung, jetzt haben wir eine Nachricht. Als nächstes ändern wir bei unserem aktuellen Nutzer. Fügen wir hinzu bei Unterhaltungen add das Result aus Step 2, nämlich die aktuelle Unterhaltung. Gleichzeitig fügen wir hinzu bei Nachrichten das Result von Step 1, die neue Nachricht. Und jetzt fügen wir die Unterhaltung zu dem anderen User hinzu. Wie machen wir das? Wir gehen auf Data, Make Changes to a Thing. Und wir wählen hier Dropdown Empfängers auswählen Value. Das ist ja genau der User. Und jetzt sehen wir die Intelligenz vom Bubble. Er hat erkannt, dass das ein User ist. Und wir verändern das jetzt. Was verändern wir? Naja, Unterhaltung, Add, Result of Step 2 und Nachrichten, Add, Result of Step 1.
Als nächstes müssen wir jetzt noch, wenn wir das eingeben haben, die Inputs resetten. Das ist generell eine gute Praxis, weil dadurch, wenn man wieder drauf geht, die Inhalte aus dem Formular leer sind. Und schließlich Element Actions Hide, weil wir das Pop-up verschwinden lassen wollen. Wenn wir jetzt den Workflow testen, können wir das gleich sehen. Wir gehen auf Neue Nachricht. Wir wählen beispielsweise Fatima aus. Und wir senden. Wenn wir jetzt in den Workflow in die Daten gehen, sollten wir unter Nachrichten sehen wir nun, das ist meine erste Nachricht. Bild haben wir keins. Und wenn wir Unterhaltung, haben wir die erste Unterhaltung, die zwei Teilnehmer hat, die ein Creator Date hat, die einen Creator hat. Nun, im nächsten Schritt zeigen wir diese Nachricht auch an, nämlich in den Unterhaltungen. Das heißt, wir können hier sagen, der Type of Content dieser Repeating Group ist eine Unterhaltung. Data Sorts. Wir suchen nach Unterhaltung und wir haben das Constraint, dass der Teilnehmer den aktuellen Nutzer beinhaltet. Wir sortieren das Ganze bei Modified Date und möchten die neuesten Nachrichten oben haben. Gleichzeitig möchten wir hier den Test machen, ob wir das auch sehen. Das heißt, wenn wir jetzt reingehen, müssen wir als erstes Parent Group Sing ändern und daraus eine Unterhaltung machen. Und das heißt, jetzt ist diese Gruppe hier eine Unterhaltung und wir nehmen die Data Source Current Cells Unterhaltung. Das ist ganz wichtig, weil wenn das nicht weg ist, kommt nichts durch. Und haben jetzt Parent Groups Unterhaltung. Wir wollen Nachrichten und wir machen das Last Item und nehmen den Text und Cut off Content if not tall enough. Hier machen wir ebenfalls in der Zeit nun ein dynamisches Feld. Das heißt, wir nehmen die Parent Groups Unterhaltung, Nachrichten, Last Item und wir nehmen das Creation Date der Unterhaltung und wir formatieren das Ganze nach der Time Zone. Und hier wollen wir den Parent Groups Unterhaltung, Teilnehmer, First Item und wir nehmen den Vornamen. Und hier nehmen wir Parent Groups Unterhaltung, Teilnehmer, First Item, wir nehmen das Profilbild, wir prozessieren das Ganze, 100 in der Quality, Resize und wir stretchen das Ganze. Hier wiederum das gleiche, die 320. Als Standardgröße, wir müssen das wieder anpassen auf 42. Und jetzt schauen wir im Preview uns das Ganze nochmal an. Haben jetzt die erste Unterhaltung hier. Und wenn wir nun einen neuen Empfänger auswählen, zum Beispiel André, sehen wir jetzt, dass die neue Unterhaltung oben ist. Somit haben wir die linke Seite mittlerweile sehr gut abgebildet mit den Workflows. Im nächsten Schritt gehen wir in den Workflows auf die rechte Seite, das heißt die einzelne Unterhaltung, die wir dynamisch anzeigen wollen. Wir sind bereits sehr weit gekommen. Jetzt ist die Frage, wenn wir hier draufklicken auf eine Message, dass das hier angezeigt wird und auch hier. Das heißt, wie machen wir das? Das erste ist, dass wir diese Gruppe kopieren und dann sagen,
wenn man hier draufklickt, Display Data, wo wir haben natürlich hier, dass wir nochmal reinschauen, in diese Gruppe, Group Unterhaltung, Type of Content ist eine Unterhaltung und da wollen wir die Data Source haben. Das heißt, wenn wir hier draufklicken, in der Unterhaltung, Gruppe Unterhaltung, wenn wir zwei hier, Data to Display, Parent Groups, Unterhaltung. Parent Group, warum? Weil wir hier nochmal eine Gruppe haben. Ich dupliziere kurz diesen Workflow, weil ich sonst manchmal mit dem Klicken Probleme habe. Display Data, Unterhaltung, welche? Diese hier, genau. Und Current Sales, Unterhaltung. Wenn das jetzt hier angezeigt wird, dann müssen wir hier sagen, Type of Content ist auch eine Unterhaltung. Data Source ist die Parent Group, das ist ganz wichtig, nämlich hier ist die Referenz. Und wenn wir jetzt wieder in diese Gruppe reingehen, dann geht das wieder weiter. Eine Unterhaltung und nochmal. Also wir haben jetzt diese Verschachtelung, nochmal die Parent Group. Und wenn wir jetzt das Bild nehmen und clearen, wir haben hier wieder diesen typischen Punkt, dass das auf 320, dann nehmen wir Dynamic Data, Parent Groups Unterhaltung, Teilnehmer, wir haben ja den Empfänger als First Item und nehmen das Profilbild, prozessieren das mal wieder, Resize und Stretch. Wir haben natürlich hier die Roundness 250. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir auch hier kurz diese grünen Punkte mit, das gut aussieht. Auch hier grünen Punkt. Sieht man besser aus. Weil wir schon dabei sind mit diesem grünen Punkt, dann packen wir ihn hier auch rein. Okay, auch hier, wir haben ja wieder hier eine Gruppe. Das heißt, auch hier müssen wir Unterhaltung machen und auch hier wieder referenzieren. Und jetzt sehen wir hier Vorname und Nachname. Das heißt, es sind zwei Felder. Teilnehmer, First Item, Vorname, Leerzeichen. Dies online lassen wir. Und jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ersten haben wir jetzt noch nichts, das fixen wir gleich. Jetzt haben wir den André hier. Wenn wir auf die Fatima klicken, haben wir das. Und weil wir schon dabei sind, machen wir doch auch gleich dieses relativ einfache Feld drüben. Dieser Bereich hier heißt Profilinformation, der ist auch eine Unterhaltung. Und in dem Workflow, den wir zweimal haben, machen wir ein Copy-Paste und nehmen aber nun nicht die Unterhaltung, sondern die Profilinformation. Und weil wir auch hier die andere Gruppe haben, also die große, um bessere Usability zu haben. Auch hier kopieren, pasten und eben hier das hier. Wenn wir jetzt dort sind, gleiches Spiel wieder. Das hier muss auch eine Unterhaltung sein. Parent Group. Nehmen hier Teilnehmer, First Item, Profilbild. Stretch und auch hier wieder 80. Gleiches Spiel. Nachname und auch hier der Punkt Parent Groups Unterhaltung, Teilnehmer, First Item, Berufsbezeichnung und jetzt formatieren wir das Ganze noch uppercase.
weil wir das groß geschrieben haben. Auch hier in den Profilinformationen das gleiche Spiel. Wir nehmen die Parent Group, Wohnort. Möchte ich jetzt eben, Deutschland bleibt gleich, das haben wir ja nicht eine Datenbank. Haben jetzt nochmal hier eine Gruppe, das heißt, das müssen wir adaptieren. Unterhaltung. Können wir auch gleich hier machen. Also, und jetzt haben wir hier Teilnehmer, First Item, Wohnort. Mit der Telefonnummer das gleiche, Teilnehmer, First Item, Telefonnummer und die E-Mail. Und jetzt previewen wir das Ganze nochmal. Wenn die Seite geladen wird, haben wir nichts. Und wenn wir draufklicken, haben wir das komplette Feld der Leute. Und toll, dass wir alles drin haben. Jetzt geht es darum, wie stellen wir die Nachrichten dar? Wir erstellen eine Repeating Group. Die hat eine Breite von 512, sie auf beiden Seiten 20 ist. Und ist eine Nachricht und nimmt die Parent Groups Unterhaltung Nachrichten. Das heißt, es ist eine Liste an Nachrichten. Hierin erstellen wir jetzt wiederum eine Group und setzen die bisschen links versetzt. Diese Group ist wiederum eine Nachricht und übernimmt die Current Sales Nachricht. Wir legen jetzt den Style fest und wählen als Background-Farbe das Blau, eine Rundung von 6, Höhe 32, Breite 400 und legen das mal auf die 0. Darin jetzt einen Tag, Höhe circa 24. Nehmen Roboto regulär 14, weißer Text und das Ganze rechtsbündig und nehmen an beiden Seiten 8 weg. Das heißt hier 384 und zentrieren das Ganze vertikal. Hier in dem Text nehmen wir die Parent Groups Nachricht, Text und legen daneben das Profilbild mit jeweils 24, 24 und nehmen nun aus Current Sales Nachricht, Creator, Profilbild, prozessieren das Ganze, Resize, Stretch und wichtig ist, weil wir in der Mitte sein wollen, nehmen wir 4 und gehen hier komplett an den Rand. Und gehen hier komplett an den Rand. Und der Abstand zwischen der Gruppe und dem Profilbild machen wir auf, ich würde sagen, 12. Die Logik ist jetzt folgende. Wenn, und das ist jetzt zunächst mal, das ist nicht sichtbar. This element is not visible on pages. Das heißt, das anchecken. Und wenn Current Sales Nachricht Creator ist der Current User, dann machen wir dieses Element sichtbar. Und das gleiche gilt für die Gruppe hier, für die Nachricht. Das heißt, das Element ist nicht sichtbar on page load. Und wenn Current Sales Nachricht Creator ist der Current User, dann ist dieses Nachricht sichtbar. Weil jetzt kopieren wir die Nachricht, machen das Ganze linksbündig, nehmen die Farbe, machen das Ganze linksbündig,
nehmen die Farbe schwarz. Von der Gruppe machen wir das Ganze weiß. Sehe gerade hier noch kleiner Design Issue, Center Vertically. Machen das Ganze weiß und schreiben jetzt, wenn wir das nicht den Current User haben, ist es sichtbar. Is not Current User. Und wir nehmen auch hier das Bild, können das hier anpassen und auf die 0 setzen und sagen, wenn der Creator nicht der Current User ist, ist es sichtbar. Auch hier haben wir wieder 12 Pixel Abstand. Und jetzt previewen wir das Ganze. Bekannt bei Page Load nicht sichtbar aktuell. Und wir haben jetzt den Text hier und den Scrollbar hier. Das müssen wir jetzt noch kurz optimieren. Das heißt, auf der einen Seite, diese Scrollbar haben wir hier. Das heißt, machen die Group ein bisschen breiter, packen das auf 518, sollten jetzt diese Scrollbar reduzieren. Ich sehe gerade auch hier ist die Roundness noch 50, 250, haben die doch auf 524. Repeating Group. Jetzt wollen wir noch anpassen die Repeating Group. Den Separator machen wir raus und wir gehen auf 11 einzelne Nachrichten, dass wir das sehen. Danach wollen wir noch die Nachricht und Antwort schreiben. Dafür gehen wir auf Type of Content, Unterhaltung, Parent Groups Unterhaltung und müssen auch aufgrund der Usability hier noch einmal in die Group rein und auch diese eine Unterhaltung machen, um Parent Groups Unterhaltung. Wenn wir jetzt auf den Button klicken, dann können wir eine neue Sache erstellen, nämlich eine Nachricht und die Nachricht hat den Text aus dem Input. Danach ändern wir eine neue Sache. Data, make changes to sync. Und wir ändern die Parent Groups Unterhaltung. Und dort fügen wir unter Nachrichten den Result auf Step 1 zu. Dann fügen wir dem Current User, fügen wir die Nachricht hinzu. Und dem anderen User, make changes to sync, Parent Groups Unterhaltungsteilnehmer, first item, fügen wir ebenfalls die Nachricht hinzu. Schließlich der letzte Punkt, was insbesondere bei mehreren Nachrichten entscheidend ist, ist, dass wir unter Element Actions Repeating Group Scroll to Entry in unserer Repeating Group Nachrichten zu dem Entry aus der ersten Nachricht hinzugehen und das Scrolling animieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze abläuft. Wir haben bei André Nachricht. Wir drücken auf den Button und haben jetzt die zweite Nachricht. Wir haben gesehen, ein letzter kleiner Punkt, den wir noch tun sollten, ist nun, ihr seht, die Nachricht ist noch da. Das heißt, wenn wir den Workflow haben, der letzte Schritt ist Reset Inputs. Element Reset Inputs. Wir previewen das Ganze nochmal. Klicken bei André drauf. Und jetzt haben wir den Input resettet.
Was wir jetzt machen, ist ein bisschen auch debuggen und uns die kleinen Fehler anschauen, die wir noch machen müssen. Als erstes wollen wir mal die Diskussion unter Andrej und Fatima uns anschauen. Also wie sieht es aus, wenn die eingeloggt sind? Dafür geht ihr auf Data, All Users und wir lassen das Ganze einmal laufen als Andrej. Wir sehen jetzt schon, dass Andrej, wenn er draufklickt, haben wir hier, wir schreiben eine Antwort. Hi, Hannes. Und wir sehen jetzt ein paar Sachen. Das eine ist, dass wir hier diese Scrollbar haben. Und wenn wir noch einen weiteren User hier erstellen, werden wir auch hier eine Scrollbar haben. Das machen wir einmal kurz. Hier in den User Generator. Und erstellen nochmal zwei, drei User. Vielleicht Thomas hier. Und mal Ritter. Und wenn wir jetzt nämlich laden, sehen wir auch hier diese Scrollbar. Das heißt, als erstes wollen wir die loswerden. Wir gehen dafür jetzt in Plugins, Add Plugin und geben ein CSS Tools. Und das ist ein kostenloses Plugin. Müssen hier nichts mehr einstellen, gehen zurück auf unsere Seite und ziehen aus Visual Elements CSS Tools rein. Wenn wir jetzt in den Workflow Tab gehen, General, Pages Loaded, sehen wir jetzt unter Element Actions dieses CSS. Und wir machen Add Custom Style to Head a CSS Tool. Und ihr seht dann hier diesen Standard. Das heißt, wir können das Styles weglassen. Und jetzt ist die Frage, welchen CSS-Code brauchen wir, um die Scrollbars zu nivellieren? Dafür habe ich was vorbereitet. Und wir gehen hier rein und haben WebKit Scrollbar und die Breite und Höhe jeweils 0 Pixel. Wenn wir jetzt die Seite neu laden, dann sehen wir, es gibt keine Scrollbar mehr. Und auch hier haben wir das nicht mehr. Darüber hinaus sehen wir jetzt, dass der Name hier zu lang ist und deswegen nicht angezeigt wird. Wie können wir das kurz lösen? Wenn wir hier reingehen in die Gruppe, sehen wir, wir haben das Element komplett removed. Das deaktivieren wir und wir machen Folgendes. Wir gehen in den Current Cells User Vorname und truncated to, das heißt, wir reduzieren also auf 8 Stellen. Und schauen uns mal an, wie das jetzt aussieht. Das ist immer noch zu lang. Das heißt, wir machen es auf 6 Stellen und fügen dahinter noch 2 Punkte. Und jetzt haben wir aber bei allen das. Das heißt, wir müssen ein Conditional Statement machen. Wenn Current Cells Users First Name, Number of Characters ist kleiner 7, Text, dann, was zeigen wir dann an? Current Cells User Vorname. Und jetzt haben wir das perfekt gelöst. Das heißt, wir sehen, Namen werden abgekürzt, wenn sie wenn sie größer gleich 7 sind. Ein weiterer Punkt ist, dass André sich jetzt selber sieht und nicht Hannes. Das heißt, wie können wir das jetzt ändern? Wir schauen uns einmal die Group an und wir sehen, hier ist die aktuelle Unterhaltung und wir sehen First Items Profilbild. Das ist der Punkt. Das heißt, was wir machen ist, wir machen wieder eine Condition, Parent Groups Unterhaltung, Teilnehmer, First Item ist der Current User. Wenn das der Fall ist,
ist die Image Source Parent Groups Unterhaltung Teilnehmer Item Nummer 2, also der zweite User Profilbild, und wir fügen wieder unsere Komponenten ein. Das gleiche gilt jetzt auch für den Namen. Wir haben aktuell Parent Teilnehmer First Items First Name, wenn First Item is Current User, ändern wir den Text auf Nummer 2. Bei der letzten Nachricht lassen wir jetzt aber die letzte Nachricht, weil es bringt nichts, die letzte Nachricht von sich selber zu sehen. Das heißt, hier ist allgemein die letzte Nachricht, die wir anschauen wollen in dieser Unterhaltung. Das heißt, das passt. Schauen wir es uns doch einmal an im Preview. Und wir sehen jetzt Hannes auf der linken Seite und müssen das noch kurz adaptieren, die beiden Groups. Das heißt auch hier, wir gehen rein, wenn Parent Groups Teilnehmer First Item schauen es kurz an. Auch das passt. Und jetzt noch kurz das Informationsfenster. Das heißt, auch wieder das gleiche Schauspiel. Wir gehen rein. Die Image Source. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir nehmen die Copy Conditional Formatting, fügen das hier rein, Past Conditional Formatting, und wir haben jetzt hier auch das gleiche und auch hier Paste Conditional Formatting und können dann hier Items Berufsbezeichnung. Heißt Berufsbezeichnung und formatieren das Ganze uppercase und auch hier wieder das gleiche Schauspiel, Paste Conditional Formatting, wir haben hier den Wohnort Deutschland. Ich kopiere das hier kurz, die Copy Conditional, weil das näher dran ist. Pass Conditional 2 Telefonnummer und auch hier Paste Conditional, jetzt eben die E-Mail. Dann schauen wir uns das nochmal im Preview an. Wir stellen kurz eine neue Nachricht, wählen zum Beispiel Alena aus oder Britta. Jetzt hier die zweite Nachricht. Und wenn wir uns als sehen unterschiedlich in allen Bereichen. Und wenn wir jetzt uns einmal als Britta. Und wenn wir uns jetzt einmal als Britta einloggen, sollten wir auch hier wiederum sehen, dass Andre ihr eine Nachricht geschrieben hat. Eine Kleinigkeit, die ich gerade noch sehe, ist, dass wir die Roundness bei der Unterhaltung, gehen rein in die Repeating Group und wir sehen, dass hier Rundung 250 perfekt. Eine Sache noch, wenn die Seite geladen wird, haben wir jetzt immer eine leere Seite, das heißt, hier wollen wir eine Nachricht anzeigen. Wenn Pages loaded, ich mache das mal blau, damit wir wissen, das war das CSS.
aber ich mache jetzt noch mal ein neues When Pages Loaded. Wollen wir im Endeffekt, wir haben ja hier gesehen, wenn wir auf Display Data in der Group Current Cells Unterhaltung, das heißt, was zeigen wir an? Und hier würde ich sagen, wir kopieren das einmal und anstatt Current Cells Unterhaltung machen wir Do a Search for Unterhaltung. Das ist wichtig und dann Sort by. Und nehmen hier das First Item. Wir kopieren das kurz. Und auch in der Gruppe Information ist auch das First Item. Wenn wir jetzt neu laden, dann sehen wir jetzt, wie die immer neueste Unterhaltung und jetzt sehen wir eben, wie, wenn wir jetzt nochmal absenden und refreshen, sehen wir, dass immer die neueste Unterhaltung oben ist. Jetzt möchte ich noch hier in diesem Chatfenster ein paar Kleinigkeiten ändern. Ihr seht auf der einen Seite, die Köpfe sind hintereinander. Das ist nicht normal, weil eigentlich immer nur der letzte Kopf angezeigt wird. Und auch hier drüben eben immer der letzte, wenn es abwechselt. Das müssen wir lösen. Und das andere, ihr seht es ja schon, die Abstände sind gerade nicht Standard. Und wie gehen wir vor? Das machen wir jetzt in zwei Schritten. Das erste ist, wir nehmen uns mal diese Texte vor. Hier gibt es kein Plugin, sondern eine Methode von AirDev. Da habe ich im Forum unten verlinkt und im Content. Und wir erstellen hierfür drei HTML-Elemente und überschreiben quasi das CSS. Das erste, was wir machen, ist, wir löschen jeweils diese Textnachrichten zweimal und haben jetzt nur noch die Bilder. Die sollten eine Größe haben von 32x32 auf der X8. Die ist auch zu groß, das sollte. Und was wir jetzt machen ist, wir packen als erstes ein HTML-Element rein. Und das kann jetzt überall sein auf der Seite. Dieses HTML überschreibt quasi unsere Elemente. Dafür habe ich wieder etwas vorbereitet für euch. Das heißt, wir haben hier ein Style-Element, was quasi die komplette Größen abdeckt. Und wir haben zwei Diffs, einmal from me, also Nachrichten, die von mir sind. Und einmal from them von den anderen. Und jetzt brauchen wir zwei HTML-Elemente, die wir in die Repeating Group packen. Schauen, dass wir hier einen Abstand haben von ein bisschen weniger. Und auf der Y sind wir auf der 4. Ein bisschen groß. Mir auch die Abstände reingeschrieben. Das ist 3,45. Und was wir jetzt hier displayen, ist Folgendes. Div Class from them und Current Cells Nachricht Text dynamisch. Das heißt, wir ziehen in das HTML und wir brauchen natürlich ein Conditional. If Current Cells Nachricht Creator is not Current User, this element is visible. Das heißt, on Page Load nicht visible, das ist wichtig. Und
eben parallel zu dem Bild auch is not. Jetzt erstellen wir nochmal ein HTML-Element mit den gleichen Dimensionen. 345 Hier haben wir wieder einen Abstand von 6 und im HTML-Element jetzt der andere Div from me und auch hier müssen wir dynamisch vorgehen. Current Sales Nachricht Text. Dieses Element ist nicht visible on Page Load und Current Sales Nachricht Trader is current user. This element is visible. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ob das funktioniert. Und wir sehen, das ist jetzt hier abgeschnitten. Das heißt, wir gehen nochmal in die HTML-Elemente rein. Stretch to fit content. Auf beiden. Preview. Und jetzt haben wir das Ganze perfekt. Jetzt schauen wir uns nochmal diese Köpfe an. Also wir sehen, hier brauchen wir noch eine Logik, damit das Ganze passt. Wir gehen rein und wir sehen, is current user und wir brauchen hier eine weitere Bedingung. Was wir machen ist, do a search for Nachricht. Und wir machen Modify Date größer als Current Sales Nachricht Modify Date. Und dann Sort by Modify Date und Descending No. Also das ist zweimal umgekehrt. Das heißt, wir wollen, dass die Nachrichten schrittweise kommen, also was ist genau die erste, das heißt Descending No. Und jetzt nehmen wir hier das First Item, also die Nachricht, die genau danach kommt, und da fragen wir, ob der Creator dieser Nachricht nicht der Current User ist. Is not Current User. Das heißt, das Element ist visible. Wenn er ist Current User und gleichzeitig, also nicht or, sondern and, die Nachricht danach der Current User nicht ist, dann ist es visible. Machen das gleiche auch drüben. Ich würde hier fast sagen, wir kopieren die Conditional. So, is not Current User. Und is current user. Ja, und jetzt sehen wir eben, wie das Ganze dargestellt wird. Und vor allem auch die Profile mitgehen. Jetzt geht es noch darum, die ungelesenen Nachrichten zu haben, um dann auch ein Benachrichtigungssystem zu entwickeln. Beginnen wir doch mal mit dem Punkt, wo entsteht überhaupt eine Nachricht. Wenn wir auf das Pop-up gehen, neue Nachricht senden und in den Workflow, dann sehen wir hier, wir erstellen eine neue Nachricht. Hier brauchen wir ein neues Feld und machen das Boolean, yes, no. Und der Default ist yes. Wann erstellen wir noch eine neue Nachricht? Wenn wir eben hier auf den Button klicken. Auch hier ungelesen ist ja. So. Wir stellen jetzt Folgendes rein, ist, dass wir sagen, wenn wir hier in die Gruppe gehen und sagen, Parents Nachricht,
Last Item, ungelesen, ist Yes und Nachricht, Last Item, Creator, is not. Current User. Dann ändern wir den Font auf Roboto 900. Das heißt, wir machen das Ganze bold. So können wir anzeigen, ob eine Nachricht gelesen wurde oder nicht. Und wenn wir jetzt draufklicken auf den Workflow, wir haben ja Display Data in Group, Parent Groups Unterhaltung. Und wir machen hier noch Haltung, Nachrichten, Last Item. Und was ändern wir? Ungelesen auf No. Das heißt, jetzt ist es gelesen. Und jetzt machen wir direkt einen Test. Wir loggen uns jetzt als Hannes ein. Und wir sehen, wie die Nachricht fett ist. Und wenn wir draufklicken, nicht mehr. Und damit ist die Nachricht gelesen. Jetzt wollen wir noch die ungelesenen Nachrichten eben anzeigen mit einem Counter. Das heißt, wir gehen oben rein in die Glocke und das Textfeld darüber. Und wir machen eine Suche nach einer Unterhaltung. Wichtig ist, dass unser Teilnehmer darin erhalten ist. Dann gehen wir auf Nachrichten und wir filtern diese nun, dass wir nur die Nachrichten sehen, wo wir einerseits sagen, ungelesen ist ja, und andererseits der Creator nicht in ist nicht der Current User. Dann nehmen wir einen Count, formatieren diesen als Number mit 0 Dezimalen und sagen auch noch, dieses Element ist nur sichtbar, also wenn kopieren das. Muss größer als 0 sein. Ansonsten ist das Element nicht sichtbar, weil wir hier sagen, this element is not visible on page load. Wenn wir jetzt das Ganze testen als ein User, zum Beispiel, wir nehmen mal Mariana, erstellen eine neue Nachricht, zum Beispiel an Alena. Dann sehen wir, es gibt die neue Nachricht. Mariana hat keine Notification. Und wenn wir jetzt das Ganze als Alena laufen lassen, sehen wir, sie hat eine neue Nachricht und wir sehen auch von wem, nämlich von Mariana. Und sobald wir draufklicken, ist das Ganze verschwunden. Und das ist natürlich unser Benachrichtigungssystem in der einfachen Variante. Kann man natürlich noch mehr Sachen machen, wie ein Dropdown-Menü und eine direkte Verlinkung auf die
auf die Nachrichten und kann das natürlich noch optimieren, aber die Grundidee haben wir jetzt in dem Benachrichtigungssystem. Diese grünen Punkte, um zu zeigen, dass jemand aktiv ist von den Nutzern. Und darum geht es jetzt im nächsten Schritt. Wir gehen in User und wir erstellen ein neues Feld, wo wir fragen, ob jemand letzte Aktivität, was sein Datum. Wir gehen jetzt in den Workflow. Do every 5 seconds. Und wir machen ein Change to Sync. Und das ist nämlich Current Users letzte Aktivität. Und das ist Current Date und Time. Das heißt, immer wenn der Nutzer aktiv war, wird Date und Time aktiviert. Wir gehen jetzt rein in das Design Tab, in das Shape. Und sagen zunächst mal, ist nicht visible on Page Load, wenn Current Sales Users, letzte Aktivität, plus, und wir sagen jetzt 5 Minuten in Sekunden plus 300 Sekunden. Und das muss jetzt größer sein als Current Date und Time. Und dann ist das Element sichtbar. Umgekehrt, wenn das kleiner ist als Current Date Time, dann ist das Element nicht sichtbar. Und wir probieren das jetzt einmal aus. Das heißt, wir loggen uns ein, einmal als Janine Schipper. Wir sollten jetzt niemanden sehen, der aktiv ist. Sehen hier keinerlei Punkte. Und wenn wir uns jetzt einloggen als Britta, sollten wir Janine sehen. Und wir sehen jetzt, dass Janine eine Aktivität hat. Lass uns dieses Conditional, Copy Conditional Formatting, auch bei den anderen Shapes reinpacken. Das heißt, standardmäßig nicht sichtbar und Paste Conditional Formatting. Und jetzt sehen wir hier, Parent Groups Unterhaltung müssen wir ändern in Parents Groups Unterhaltungs Teilnehmer First Item letzte Aktivität plus 300 ist größer Current Date Time und wichtig End, weil wir das ja hier haben, Current Parents Group Unterhaltung Teilnehmer First Item is not Current User. Weil sonst würden wir uns ja selber anzeigen. Lass uns noch eine zweite Funktion machen. Wir kopieren das rein und machen Item 2. Eben um den zweiten. Auch dann ist es sichtbar. Und wir kopieren das Conditional noch einmal rein. Ich würde es hier kopieren, um beide Edge Cases zu haben. Paste Conditional Formatting. Das passt. Und auch hier nehmen wir es noch einmal rein. Paste Conditional. Und wir schauen uns jetzt das Ganze nochmal als Alena an und sehen jetzt, wie Britta durchgängig aktiv ist, wohingegen die anderen es nicht sind,
weil wir eben nicht in den letzten 5 Minuten online waren. Es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, dass ihr auch hier sortiert nach Aktivität oder eben nach Name. Und das könnt ihr jetzt natürlich auch einbauen über die Suche, dass ihr eben sagt, wir sortieren hier nach letzte Aktivität und sagen Descending No. Und dadurch, wenn wir das jetzt previewen, bekommen wir als erstes die aktiven und danach die passiven aller User. Nun geht es noch darum, wie können wir die ganze Seite mobil freundlicher machen? Und wir fangen einfach oben an mit der Navbar. Als erstes packen wir diese beiden Gruppen zusammen. Und nennen das die Navbar Desktop Gruppe. Kopieren das hier. Nehmen diese beiden Elemente und gruppieren die beiden und wollen jetzt das einerseits Richtung 0 hier 0 haben. Dann machen wir 667 und haben hier 24 Abstand und machen auch hier 24 Abstand. Nennen diese Gruppe Navbar Mobile. Wenn wir jetzt ins Responsive reingehen und nehmen als erstes die große Gruppe und machen eine Hiding. Wenn das kleiner als 667 ist, ist das weg. Und wir nehmen jetzt die andere, positionieren sie links. Und wir sehen, wie das mitgeht. Hier brauchen wir auch eine Regel, nämlich wenn es größer ist als 667, ist das weg. Brauchen jetzt noch die Funktionalität von diesem Button. Das heißt, wir nehmen hier den Workflow rein, kopieren das. Kopieren das, gehen rein und nehmen hier den Workflow. Jetzt nehmen wir uns gleich das Pop-up vor. Und gehen in Responsive, zeigen hier das Pop-up an, machen das gleich klein und sagen erstmal, dass das groß sein sollte. Das hier ist fixed und der Rest passt soweit. Vielleicht das Fenster ein bisschen größer, 60 oder 80. Jetzt haben wir hier einen guten Durchlauf. Perfekt. Als nächstes kümmern wir uns um das linke Chatfenster. Wir wollen auf jeden Fall, dass diese Group nicht dargestellt wird. Also wenn kleiner 667, stellen wir das nicht dar. Auch das stellen wir nicht dar, wenn wir kleiner 667 sind. Weiterhin brauchen wir diese Seite nicht. Auch hier müssen wir noch etwas optimieren. Wir nehmen die beiden, gruppieren diese, kopieren nun die beiden
schauen uns das nochmal an im Detail. Was hier hilft, ist, wenn wir kurzfristig sagen, das halten wir für 6,67, machen das Ganze kleiner, dann sehen wir jetzt die volle Unterhaltung und sehen, das hier ist links, das hier ist rechtsbündig, das hier ist linksbündig, das hier ist fixed, aber wir wollen, dass das Element, wir machen auf 80%, dass das mitgeht. Jetzt sehen wir, dass das Ganze eben kleiner wird, wenn das mitgeht. Perfekt. Jetzt diese Hiding Rule nehmen wir wieder raus, weil wir uns jetzt eben genau um diesen mittleren Bereich auch kümmern müssen. Als allererstes kopieren wir hier die Gruppe. Wir nennen vielleicht das hier Mobile. Zuerst nehmen wir die beiden Icons raus. Anschließend reduzieren wir die Roundness auf 0 und ziehen das hier bis ganz hoch. Und sowohl links 0 und auch rechts bis zum Rand. Wir sehen jetzt, dass wir die Abstände etwas vergrößern müssen. Packen das horizontal, das anbündig mit einer 12er Abstand, gruppieren das beide nochmal und nehmen daneben jetzt dieses Icon, was wir vorhin hatten, gehen auf die 24, wählen aber aus einen Arrow, der rechtsbündig ist. Drehen diesen vertikal. Wenn wir jetzt ins Responsive reingehen, haben wir hier zwei Gruppen. Das heißt, wir müssen zunächst mal Verordnung schaffen. Das heißt, wir machen hier circa größer, wir verstecken das, wenn größer 400. Und das hier verstecken wir, wenn kleiner 400. Als nächstes lassen wir diesen Container vorübergehend verschwinden. Wir sehen jetzt, dass wir hier muss größer sein. Gehen wir wieder auf die hier. Wir sehen jetzt, wie diese Parent Group bis zum Rand geht. Aber wir müssen noch eine Kleinigkeit machen. Wir sehen ja hier diese linke Linie. Das heißt, wir gehen hier in die Group rein und sagen, weil wir hier den Border Style haben, wenn Current Page Width kleiner 667, dann ändern wir den Border Style rechts auf None und den Border Style Left ebenso auf None. Dadurch kriegen wir diese Linien beide weg.
Und gleichzeitig sollten wir auch hier eine Topline haben. Um eine Abtrennung zu schaffen. Wenn wir es uns dann jetzt noch genauer anschauen, hier haben wir den Fehler. Wir müssen machen height, wenn größer als 6,67. Das packen wir gleich anders rein. Das machen wir gleich anders mit den konkreten Designpunkten. Hier ist noch wichtig, links, das hier ist 99, bisschen weniger 80, das hier ist nicht fixed width, sondern 99, das hier ist linksbündig. Das hier ist rechtsbündig. Ist linksbündig. Es ist auch linksbündig. Wir brauchen hier eine 70er, 80er Marge, damit wir das gesamte hier reinbekommen. Genau. Und hier haben wir jetzt das noch. Wir sehen hier wiederum die andere Group. Das lösen wir jetzt aber anders, indem wir nämlich sagen, diese hier ist nicht sichtbar on Page Load, sondern nur sichtbar, wenn current Page Width ist kleiner 667 und die andere ist nur sichtbar, ist größer 667. Eine Sache, die wir noch machen sollten, ist, wenn etwas nicht visible ist, collapse the element heights when hidden. Collapse the element heights when hidden. Und auch hier collapse the element heights when hidden. Das ist ganz wichtig, dass wir das eben nicht drin haben, außer in der Navigationsleiste, wo es in Ordnung ist. Wir gehen jetzt auf Preview und in die Chrome Developer Tools. Und dann kann man hier eben auswählen, welches Device man haben möchte. Zum Beispiel ein iPhone. Oder ein iPad. Zum Beispiel ein iPhone. Was wir jetzt sehen, ist schon relativ viel. Manche Sachen passen und andere Sachen sind noch nicht perfekt. Das heißt, wie kriegen wir das jetzt hin? Die erste Sache ist hier diese kleine Box mit dem Pfeil. Das heißt, das passt, aber diese Group ist zu groß, die machen wir auf 85.
Jetzt haben wir diese Message-Elemente, die schon mal sehr gut aussehen. Das nächste ist jetzt noch, was passiert, wo starten wir die Seite und wo nicht. Das heißt, das erste ist, dass wir sagen, der Gesamtcontainer hier, dieser ist grundsätzlich erstmal sichtbar. Das heißt, wir hiden diese Rule. Demgegenüber ist dieser Container nicht sichtbar am Anfang. Als nächstes sagen wir hier, dass dieser Container am Anfang nicht visible ist. Sondern wir hier einen zweiten Workflow starten. Wir haben ja bereits hier den Call to Action. Diesen machen wir jetzt blau. Kopieren ihn, fügen ihn nochmal ein. Auf rot, damit wir wissen, was der Unterschied ist. Wir sagen, only when current page width ist kleiner 667. Nur dann hiden wir die Group Liste Unterhaltungen und gleichzeitig diese Gruppe hier, wir nennen es die Main Show Gruppe Unterhaltungen Main mit folgenden Informationen. Wir haben hier noch den zweiten Button als hier noch den zweiten Button, um eben das alles zu packen. Machen auch hier das erste blau, kopieren diesen Workflow, pasten und sagen rot, only when width kleiner 667. Auch hier gleiches Spiel, hide an element. Liste Unterhaltungen und Show an Element die Hauptgruppe. Brauchen jetzt noch für diesen Button hier eine Funktion. Wir machen hide an element. Wir verstecken die Gruppe und zeigen stattdessen die Liste der Unterhaltungen. Wir sehen uns das Ganze einmal an. Wenn wir auf die Developer Tools gehen und sagen, wir machen iPhone, dann sehen wir jetzt neue Nachricht, Empfänger wählen. Und auf eine Nachricht gehen, dann sehen wir jetzt den Verlauf und sehen, wie wir mit der Responsive Engine wunderbar auch mobil responsive Seiten im Bubble entwickeln können.